Ich bin heute hier im Universal-Büro mit der Rita Roof. Sie release morgen ihr erstes Album. Und wir sind mega gespannt drauf. Ich kann natürlich schon ein bisschen reinhören. Und jetzt die erste Frage muss ich natürlich stellen. Rita Roof ist ein Künstlername. Roof kommt woher? Das ist eigentlich ein Wortspiel. Mhm. Also mein richtiger Name ist Rita Nicole Tejada. Und La Teja heisst eigentlich Decke. Ja. Und, Teja ist ein Ziegel. Und Techo ist Decke. Und dann sind wir einfach drauf gekommen und gefunden, hey, also Dach, logisch, Rita Roof. Ja, das passt noch schön. Genau. Zwei R, das ist doch super. Ja, genau. Und ja. Morgen ist der Release-Tag. Was stimmt in mir? Wie fühlt es sich so an? Es ist sehr ein lustiges Gefühl. Im Fall mega schwanken zwischen mega Freude und werden es die Leute cool finden, wird es gut ankommen. Halt all die Fragen, die man sich stellt, wird es überhaupt jemanden interessieren oder und so weiter. Ja, ich hoffe schon. Nein, aber die Freude überwiegt natürlich sehr fest. Ich freue mich sehr, dass es jetzt rauskommt. Das glaube ich. Yeah. Wo kann man es dann posten? Das kann man auf allen Kanälen, einfach so die üblichen Kanäle, Exlibris, cd.ch, Spotify, Tidal, iTunes, also da kann man es ja nicht posten, aber da kann man es hören. Hören, ja sicher. Genau. Und das Album ist so ein Gemisch zwischen so Reggae und Pop. Wer sind so deine musikalischen Einflüsse? Ja, also wirklich eigentlich Musiker aus diesen drei Bereichen. Das ist natürlich, das ist gerade so fast alles, oder? Also ursprünglich, also es hat wie so verschiedene Levels natürlich. Das eine ist, die Sängerin in mir ist total fasziniert von der Stimme. Und das ist so breit wie Musik. Wie Musik. Also das, dort hat es wirklich Sachen aus dem Rock, die mich so flashen. Aus dem R&B, aus dem Soul und aus dem Reggae. Speziell aber bin ich schon im R&B zu Hause. Also so Gospel, einfach wie die singen, finde ich unheimlich schön. Und dann gibt es natürlich die ganzen musikalischen Sachen, Rhythmen, wo ich sehr fest auf karibische Musik abfahren, wo ich also vor allem Reggae, wo ich super super nice finde. Und Pop, wo ja alles jetzt ist. Ja. Oder? Ja. Und ich finde es schwierig, Musik zu schubladisieren heutzutage, oder? Also wenn du nicht ganz krass eine Schiene fährst, dann ist es so wie, ja, müssen wir es jetzt wirklich benennen? Aber irgendwie musst du es ja gleich benennen. Ja, also das Gospel habe ich gehört. Das hast du es gehört? Ja, ja, das ist so schön. Ich habe gemerkt. Und dann habe ich gelesen und ich so, ja, wo ist denn Gospel? Das ist gar nicht aufgeführt. Das stimmt, das ist gar nicht drin. Das ist für mich mehr so Soul. Das ist so ein bisschen wie dort drin, weil halt das Soul ja auch aus dem Gospel kommt. Ja. Ursprünglich, ja, oder? Sicher. Der Reggae-Einfluss kommt dann sicher auch ein bisschen vom Produzent. Der Dodo hat mit dir das produziert. Wie war so euer Songwriting-Prozess? Sehr unterschiedlich. Zum Teil habe ich fertige Lieder gebracht zu ihm und er hat sie wirklich, wie sagt man, seziert. Alles auseinandergenommen und alles neu machen. Wir haben zum Teil auch Songs 5, 6, 7 Mal neu geschrieben oder umgeschrieben. Zum Teil haben wir uns aber getroffen und haben wirklich zusammen Ideen gesammelt. Das war immer sehr spannend. Also zum Teil also immer auch mit anderen Leuten. Mit dem Nemo haben wir einmal 4 Tage sind wir in den Bergen und haben Sessions einfach aufgenommen, Ideen gesammelt, Lyrics geschrieben. Mhm. Zwei Songs sind mit dem Dabu von Dabu Fantastic entstanden. Und auch dort haben wir uns getroffen, diskutiert, Ideen hin und her geschmissen und so ein Häuschen kannst du es auch bauen. Samurai ist ein starker Song für dein Kind. Ja. Und kannst du uns von der Message erzählen von dem Song? In an ideal world, ich bin einfach so pro, mach, lebe dein Leben, mach,
das, was du brennst dafür. Und das ist wirklich, das geht an alle. Das geht nicht nur an mein Kind. Das geht an dich, das geht an euch, das geht an alle da draußen. Und es ist auch völlig egal, was das ist, wofür du brennst. Das ist, wichtig ist, dass du das machst, was da drin ist. Ich glaube, dann wirst du auch etwas beitragen zu dieser Welt, die mega wichtig ist. Und das ist so ein bisschen eine schöne Message. Ja. Eine sehr schöne ja. Message. Und dann haben wir so ein bisschen einen Party-Song auf der CD. Ich und meine Girls. Ja. Der ist gerade zu mir gekommen. Schön. Also der hat gerade zu mir gesprochen. Vor allem der Satz, sie sind nur zu dritt, aber es tönen wie 30. Ah, schön. Weil das, also ich finde, bei mir selber ist das auch so. Wenn ich mit meinen Girls dort sind, dann tönen wir wie 30. Und ich kann mir so richtig vorstellen. Also ich finde das mega schön. Auch eine schöne Message. Ja. Also ich kann es euch nur empfehlen, den zu hören. Also mega cool, dass du das so gerade auf dich kannst beziehen, weil das ist dich immer der Wunsch bei Liedern, dass die Leute sich mit dem identifizieren können. Und ja, das ist wirklich so, dass einfach die Girls, es hat so viele gute Girls da draußen, es hat so viele sackstarke Stimmen. Also wir haben Schweizer Jessie J's und Mariah Carey's und weiss auch nicht, wir haben alles in diesem Land. Und ich wünscht mir so sehr, dass die mehr anerkannt würden werden und mehr gesehen würden werden und gehört würden werden. Und ich habe das Glück, dass ich mit sehr vielen von denen hat dürfen singen. Und ja, ich und meine Girls, let's go. Genau, das ist die Message, ja, die wir ankommen. Ja, sehr schön. Und jetzt ist ja nicht so Party angesagt im Moment. Was für mich ist am meisten vor Konzert? Ja. Konzert und im Fall Umarmungen. Ja, ja. Es geht uns, glaube ich, all gleich. Es geht uns, glaube ich, wirklich all gleich. Es ist einfach so. Also ich, ja, wenn ich nicht selber ein Konzert gebe, dann möchte ich eins hören. Ich finde es einfach mega inspirierend und schön. Und das fällt unheimlich. Und ich finde, so Streaming-Konzerte können es irgendwie nicht ersetzen für mich. Es ist wie so das Live, das wirklich live gespüre und die ja. Bass auch. Und einfach, ja, dass es live ist. Und ja, und auch so wie mir jetzt die Distanz, das finde ich immer noch recht gewöhnungsbedürftig. Also ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. Ja. Also ich wäre gerne neben dir. Ja. Auf das freue ich mich sehr, dass wir einfach wieder ein bisschen beieinander sein können. Ja, ja, das verstehe ich sehr gut. Ja. Ich gehe auch gerne an Konzerte. Mhm. Ich bin nie auf der Bühne, aber vorne. Und das ist auch ein super Ort. Ja, muss auch sein. Ja, voll. Ja. Es braucht beides ganz fest. Ja, ja, und es ist auch energetisch, braucht es im Fall beides. Das ist das, was eben auch im Streaming so schwierig ist, finde ich. Also das ist ein Ping-Pong-Spiel, oder? Ich gebe raus und das Publikum gibt zurück. Und wenn du einfach nur noch gibst und nicht etwas zurückkommt, ist es schon nicht das Gleiche. Wenn wir schon von live reden, was ist dein Lieblings-Venue, das du gespielt hast oder wo du gerne spielen würdest? Ich würde gerne mal im Volkshaus spielen. Dort habe ich noch nie gespielt. Das ist noch auf meiner To-Do-Liste. Das alte Volkshaus. Ja, das wäre wirklich noch schön. Und ja, jetzt wäre ich eigentlich froh, egal welche Bühne. Und sonst generell so in der ganzen Welt hast du so, oder wo du auch vielleicht mal hergehen willst, sicher etwas schauen. Oh wow, das habe ich mir im Fall, glaube ich, noch nie überlegt. Ja. Ja. Sehr schön, mein Sinn. Ja, Jamaika. Ich würde eigentlich gerne wieder auf Jamaika und dort mal ein bisschen mehr Musik live sehen. Ja. Das ist schön. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich möchte unbedingt an einen Karneval. Das habe ich nämlich auch noch nie gemacht. So in Barbados mit Rihanna. Ja, Trinidad. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Mich hat ein bisschen den Soca-Fieber gecatcht jetzt in diesem Lockdown. Das ist
ist irgendwie von der Karibik in meinen Computer gekommen. Wenn wir schon nicht dick hinterher gehen. Ja. Und was ist das schönste Ereignis, das du auf der Bühne erleben darfst? Hey, ich glaube, das Schönste ist im Fall, wenn die Energie so stimmt, dass es einfach magisch ist. Unter der Band und auch mit dem Publikum. Ich komme gerade wie einer. Ja! Ja. Ich weiss, von was du redest. Ja. Ja. Ja, das und das ist auch der Grund, warum denke ich, also sicher, warum ich Musik mache und ich glaube, warum die meisten Musik machen, die Musik machen. Mhm, das ist okay. Wirklich die Magic und das Zusammen und ja. Ich habe gelesen, du bist viel gereist. Was ist dein Lieblingsort auf der ganzen Welt? Ja, das ist eine schwierige Frage. Das gibt es ja gar nicht. Ich habe noch keinen Lieblingsort gefunden. Ich komme wieder zurück auf die Karibik. Das ist schon noch ein Place, wo ich gerne noch ein bisschen mehr schauen möchte. Und ich war noch nie in Afrika. Ich auch nicht. Ja, das muss jetzt einfach auch sein, oder? Unbedingt. Ja. Und Jamaika hat mich schon sehr geflasht, einfach wegen der Musik, weil ich die Musik so fest liebe und können im Auto Radio anstellen und es kommt einfach meine Lieblingsmusik raus. Oder auf der Straße überall, wo du bist. Ja. Ja. Sehr schön. Mhm. Dann, was ist dein Lieblingsspiel? Also, wo du spielst? Uno oder so? Ich spiele eigentlich gar nicht so viel im Fall. Also, die letzte Sache, die ich gespielt habe, ist PlayStation. Ja, du. Schau gut. Und ich weiß nicht, was spielt. Aber bei uns im Studio wird sehr viel Tycho gespielt. Kennt ihr das? Mm-mm. Also das ist am Dodo sein Lieblingsspiel. Und jeder, der Dodo kennt, muss irgendwann mal das Spiel spielen. Und es ist schon recht gut. Ich kann es wirklich empfehlen. Okay. So, das gar nicht googeln. Ja, ganz googeln. Es ist so eine Mischung zwischen Jazz und Poker. Okay. Ah, ja. Es ist ein bisschen ein Assi-Spiel, weil man es nur zu vierte spielen kann. Es klingt schwierig. Es ist einfach recht komplex, ja. Aber es ist wirklich cool. Was ist das Lustigste, was je auf der Bühne passiert ist? Hey, wir haben einfach auf der Dodo-Tour haben wir so viel gelacht. Also die andere Sängerin, Carla und ich, wir haben amig uns so verbessert, dass wir kaum mehr haben können singen. Und dann manchmal haben wir einfach den Text vergessen oder haben irgendwelche falschen Wörter gesungen. Und die andere hat das mitgeschnitten und dann hat es angefangen zu grölen. Und wir haben wirklich uns kaum mehr können zusammenreissen. Ich habe ihr dann auch mal sagen, hey, wenn ich mal wirklich dich einfach nicht mehr anschaue und immer so ein bisschen mich wegdrehe, dann musst du einfach wissen, das ist, weil ich sonst einfach mich verbessern. Ich muss zusammennehmen, um zu singen. Ja. Und dann habe ich noch die Kategorie Finish the Sentence. Oh, okay. Nach Corona würde ich als erstes alle Menschen umarmen, die ich umarmen wollte in dieser ganzen Zeit. Und auf Jamaika reisen. Und an ein Karneval. Ja, genau. Und auf die Bühne gehen und singen. Yes. Und wenn ich meinen Song das erste Mal im Radio höre, dann? Dann mache ich einen Instagram-Post. Das ist doch gut. Nach dem Auftritt mache ich als erstes? Absitzen. Das verstehe ich. So völlig unspektakulär, aber wahr. Am freien Wochenende muss ich unbedingt nichts machen und keinen Plan abmachen. Das ist gut. Das finde ich gute Antwort. Dann am Schluss, wir sind so fast am Schluss angekommen, noch entweder oder Fragen. Mm-hmm. Aber kurz und knapp. Also Strand oder Berge? Strand. Ganz klar. Süß oder sauer? Sauer. Mm. Ja. Ja. Sauer, ich liebe Zitronen und alle Sösli mit Zitronen. Und dann Stadt oder Land? Hm.
Kommt aufs Land drauf an. Ich sage jetzt mal Stadt. Schweiz oder Ausland? Jetzt gerade Ausland. Es ja, geht, glaube ich, vielen so. Hund oder Katze? Hund. Das ist schnell gekommen. Ja, das ist schnell gekommen. Hast du auch einen? Eben nicht. Noch nicht. Eben nicht, ja. Also ich bin übrigens auf der Suche nach einem Hund, den ich kann, laufen gehen, wenn ich einen Zuhörer... Ein Dogsitter. Ein Dogsitter, ja, ich. Dann Nachteulen oder früh aufstehen? Nachteulen. Vor oder hinter der Bühne? Beides. Ist auch gut. Geht auch, beides. So gut. Das wäre es mit der Rita Roof. Morgen wird sie ihre CD releasen, Stimm in mir. Genau. Hört rein und gebt uns Feedback auf Instagram. Ja, ich hoffe, es gefällt und ich hoffe, es macht Freude. Und viel Spaß damit!